Es gibt Situationen, und das haben wir alle durchgelebt, egal ob alt oder jung, wo man Unsinn macht. Es gibt Unsinn machen. Man kommt zu spät nach Hause, man hat geklaut vielleicht als Junge, man hat sich geprügelt. Was machen die Eltern? Die schreien einen an und... Nee, wir sind in Deutschland, deswegen sagen wir nur, die schreien uns an. Wir wissen, was sie mit uns machen. Aber dann gab es Fehler, wo du richtig Unsinn gemacht hast. Ein Riesenproblem. Hatten wir alle schon durch. Wo du wirklich was ernsthaft Schlechtes gemacht hast. Wo du der Familie vielleicht geschadet hast oder den Namen der Familie geschadet hast. Wo du vielleicht die Ehre der Familie ein bisschen verletzt hast und das nach außen hin verbreitet worden ist. Du hast also richtig Unsinn gemacht. Wie setzen sich die Eltern dahin? Die Eltern sind da nicht so wie, ey, du hast dich geprügelt oder du kamst zu spät in der Schule oder du hast geschwänzt, wo die dich... Sondern dann setzen sich die Eltern hin, so wie mein Vater einmal, als ich Unsinn gemacht habe, hat gesagt, setz dich bitte hin, Hamid. Habe ich dich so erzogen, mein Sohn? Habe ich dafür so sehr gelitten? Bin ich hierhin? Habe ich meine eigene Familie verlassen, nach Deutschland zu kommen? Mit meinen Händen habe ich dich großgezogen, damit du uns so als Familie entehrst? Die reden dann auf einmal ganz anders mit uns, richtig? Ein ernstes Wort, ein aufrichtiges Wort. Und sie gucken dir direkt in die Augen und vielleicht sogar deine Mutter ist am Weinen, wenn du richtig Unsinn gemacht hast. Deine Mutter meint und sagte, wie kannst du das als mein Sohn machen? Wie kannst du das als meine Tochter machen? Wie konntest du uns nur so verletzen? Und sie finden Worte, die dir richtig wehtun in deinem Herzen, richtig? Und dann fängst du vielleicht an, auch als Junge oder Mädchen an zu weinen. Du schämst dich für diesen Fehler, den du gemacht hast, weil du weißt, du hast deine Eltern damit verletzt. Richtig? Die meisten von uns hatten diese Situation. Was sagen dann die Eltern am Ende? Mein Sohn, Habibi. Hör auf damit. Du bist mein Sohn. Du bist von mir. Du bist von meinem Blut. Du bist von meinem Fleisch. Binti, Ibni, das gehört sich nicht mehr. Richtig? Und du schämst dich und du weinst und du sagst dir, nie wieder werde ich das machen. Warum? Weil du weißt, du hast deine Eltern verletzt. Zahole. Allah subhanahu wa ta'ala sagt genau dasselbe. Genau dieselbe Situation. Wenn du wirklich ekelhaft warst in deiner Sünde, wenn du wirklich übertrieben hast in deiner Sünde, wenn du wirklich in diesem Moment dachtest du dir, mir ist Allah egal, mir ist der Islam egal, ich mache es einfach, ich genieße einfach. Was sagt Allah? Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Guck mal, Allah sagt nicht, ya ayyuhal kafirun. Allah sagt nicht, ya ayyuhal fasiqun, ya ayyuhal mujrimun, ya ayyuhal zalimun. Oh ihr Übeltäter, oh ihr Kuffar, oh ihr dies, oh ihr Höllenbewohner, ya ahlul jannah. Nein. An deiner ekelhaften Sünde nennt dich Allah Kul ya ibadi, o meine Diener, alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuban jami'a, innahu ghafurur rahim. Und das ist die Liebe von Allah. Er weiß, samahni, dass ich mal, aber damit wir mal klar sind, er weiß, du hast Scheiße. Aber Allah beleidigt dich nicht, Allah stoßt dich nicht ab, Allah nennt dich nicht hier Zani, Allah nennt dich hier nicht Mujrim. Allah nennt dich, ja, Ibadi, meine Diener. Ich weiß, du hast Unsinn gemacht. Und ich weiß, es tut dir weh, was du gemacht hast. Und ich weiß, du wusstest, dass es verboten ist. Und ich weiß, du hast mich vergessen. Aber eine Sache darfst du niemals machen, sagt hier Allah. Es gibt eine Sache, die ist schlimmer als das, was du gemacht hast. Egal, was du gemacht hast. Es ist eine Regel, eine Qaida, merkt euch das. Egal, was du gemacht hast, sei es Sportwetten, Tipico, sei es möge Allah uns davor bewahren, Zina, sei es Frau betrogen, Mann betrogen, sei es Haramgeld, sei es Lügen, Betrügen, alles. Egal was, es gibt eine Sache, die ist schlimmer. Allah sagt dir das. Mein Diener, ich weiß, aber diese eine Sache darfst du jetzt nicht machen. La taqnatu min rahmatillah. Weil wenn du jetzt an meine Barmherzigkeit zweifelst, hast du schlimmer gesündigt als das, was du gemacht hast. Weil dann schätzt du mich nicht richtig ein, mein Diener. Und deswegen sagt Allah, Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuban jami'an, innahu ghafur rahim. Und das ist Allah. Und das ist die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Egal wie kaputt du bist, mein Bruder. Egal wie viel du sündigst und wie dreckig du sündigst. Allah ist immer mit dir.